Igitt, Madenwürmer im Darm. Etwa 1 cm lang und 1 bis 2 mm dünn, weiß, sich kringelnd wie ein Regenwurm. Eklig, ja, zugegeben, aber ob sie gefährlich oder vielleicht ja sogar für etwas gut sind, klären wir im heutigen Video. Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, Kinder- und Jugendarzt. Ich möchte Sie an meiner jahrzehntelangen praktischen Erfahrung aus meiner Tätigkeit teilhaben lassen. Freue mich über einen Daumen hoch, ein Abo des Kanals und wenn Sie mich weiterempfehlen. Das Thema Madenwürmer begleitet mich ständig, von Anfang meiner ärztlichen Tätigkeit an bis heute. Kein Wunder, denn diese Würmer haben die Menschheit schon immer als Parasit begleitet und werden es auch weiterhin tun. Deshalb ist es sinnvoll, etwas genauer darüber Bescheid zu wissen. Spätestens als ich selbst bei einer meiner Töchter einen Madenwurm neben ihrem After sich schlängeln sah, kann ich alle Eltern gut verstehen, die erstmal erschrecken und angeekelt sind von diesen Tierchen. Aber jetzt mal der Reihe nach. Madenwürmer sind mit Abstand die häufigsten Darmwürmer, mit denen wir Menschen es zu tun haben. Und tatsächlich auch nur wir. Madenwürmer kommen nämlich nur beim Menschen vor. Wir bekommen sie nicht von Tieren, also auch nicht von unseren Haustieren. Das ist beim viel größeren Spulwurm oder beim Bandwurm anders. Die kommen aber bei uns deutlich seltener vor als die Madenwürmer und sind heute nicht unser Thema. Die Infektion von Madenwürmern geschieht über den Mund durch das Schlucken von Madenwurmeiern. Diese entwickeln sich innerhalb weniger Wochen im Darm zu geschlechtsreifen Würmern, leben maximal 2 Monate, dann sterben sie ab und verschwinden mit dem Stuhl aus dem Darm. Die Weibchen wandern abends und nachts aus dem Po heraus, legen tausende von Eiern in die Hautfalten direkt neben dem Anus ab und kriechen wieder in den Darm zurück. Das erzeugt meist einen mehr oder weniger starken Juckreiz und führt dazu, dass Kinder am Abend, wenn sie eigentlich einschlafen sollten oder nach dem Einschlafen, aufwachen, zu den Eltern kommen und sagen, dass es sie am Popo juckt oder auch wehtut. Bei Mädchen können sie auch mal bis in die Scheide gelangen. Sie klagen dann über Jucken und Aua in der Scheide. Und was machen Menschen, wenn etwas juckt? Wir kratzen uns. Das ist in diesem Fall fatal. Durch das Kratzen am Popo werden die Eier mit den Fingernägeln aufgenommen und bei nächster Gelegenheit, zum Beispiel beim Brotessen, Finger abschlecken oder beim Nägelkauen, wieder direkt über den Mund aufgenommen. Und damit ist der Kreislauf geschlossen. Die Eier gelangen in den Darm und es wachsen wieder neue Würmer. Aber einige wichtige Eigenschaften dieser abgelegten Eier müssen Sie unbedingt wissen. Sie sind bei günstigen äußerlichen Bedingungen 3 Wochen lang infektiös. Sie sind so klein, dass sie mit bloßem Auge nicht zu sehen sind. Sie befinden sich natürlich nicht nur auf der Haut um den After herum, sondern auch in der Windel, der Unter- oder Schlafanzughose und im Bett. Sie sind so leicht, dass sie beim Bettenmachen und beim Wäschesortieren mit dem Staub aufgewirbelt werden und dabei eingeatmet und geschluckt werden. Und so kommt es, dass durch diese im Staub umherwirbelnden Eier alle Familienmitglieder in Ansteckungsgefahr und leider auch oft vom Madenwurmbefall betroffen sind. Kleine Kinder haben am häufigsten Madenwürmer. Sie können sich denken, warum. Allzu oft werden von ihnen die notwendigen Reinigungsmaßnahmen einfach vergessen. Da sich das allerdings mit zunehmendem Alter bessert, ist irgendwann der Spuk mit den Madenwürmern vorbei. Ich habe das bei meinen eigenen 4 Kindern selbst auch erleben dürfen. Madenwürmer verhindern zu wollen, ist in meinen Augen eine kaum lösbare Aufgabe. Für mich gehören sie, wie auch zum Beispiel die Kopfläuse, zur Kindheit dazu. Und ich hoffe, dass ich mit diesem Video dazu beitragen kann, unbegründete Ängste und Sorgen vermeiden oder wenigstens abschwächen zu können. Außer dem Juckreiz machen diese Madenwürmer tatsächlich, nämlich normalerweise, sonst keine weiteren Symptome.
Sie übertragen keine Krankheiten, sie saugen auch kein Blut und nur im extremsten Fall, wenn Tausende von Madenwürmern im Darm wären, könnte sich das an entsprechenden Symptomen wie Bauchschmerzen oder Abmagerung äußern. Das habe ich aber nie erlebt. Madenwürmer sind also überhaupt nicht gefährlich. Sie sind lästig und eklig, ja, aber nur schwer zu vermeiden. Bleiben noch ein paar Fragen. Erstens bezüglich der Möglichkeiten der Behandlung. Sie erinnern sich an die Aufnahme der Eier durch das Kratzen über die Fingernägel? Dann wissen Sie auch, warum das Händewaschen vor dem Essen, insbesondere aber auch natürlich das sorgfältige Hände- und Nägelreinigen nach dem Toilettengang, die allerwichtigste Maßnahme ist, um einen Wurmkreislauf zu unterbrechen. Auch das tägliche Wechseln der Unterwäsche und der Schlafanzughose ist sinnvoll. Zudem gibt es zuverlässige Anti-Wurm-Medikamente in Saft- oder Tablettenform. Der Wurm wird durch diese Mittel vor allem gelähmt, sodass er sich nicht mehr an der Wand festhalten kann und mit dem Stuhl ausgeschieden wird. Das ist der Grund, warum auch nach Medikamentengabe die Würmer sich noch drauf kringeln. In den Packungsbeilagen steht, dass eine Wiederholung der Gabe nach einer bestimmten Zeit, etwa eine Woche, sinnvoll ist, um auch die zwischenzeitlich neu geschlüpften Würmer zu erwischen. Allerdings, und das ist jetzt für mich der springende Punkt, haben diese Antiwurmmittel keinerlei vorbeugenden Effekt. Sie wirken nur über wenige Stunden, solange sie nämlich im Darm sind. Wenn ein paar Tage später wieder Eier aufgenommen werden, geht der ganze Kreislauf ungehindert von vorne los. Bitte bedenken Sie auch, dass alle Medikamente Wirkungen und Nebenwirkungen haben. Deshalb plädiere ich dafür, diese Mittel nur dann zu verwenden, wenn sie auch wirklich notwendig sind, zum Beispiel wenn dieser quälende Juckreiz über mehrere Abende besteht. Übrigens, eine Zinkpaste, dick um den After herum aufgetragen, wirkt sehr gut gegen den Juckreiz. Nächste Frage. Muss ich denn ein Kind oder mich selbst behandeln, wenn ich zufällig einen Wurm entdecke, ohne dass er weitere Symptome macht? Meine Meinung dazu? Nein, nicht unbedingt. Ich behaupte, dass wir alle miteinander immer wieder zwar Madenwürmer, aber keinen störenden Juckreiz haben, wir sie also gar nicht wahrnehmen. Jedoch kommt es wegen den offensichtlich erfolgreichen Reinigungsmaßnahmen nicht zu dem beschriebenen Kreislauf, sodass sie nach spätestens 2 Monaten auf natürliche Weise und von alleine wieder aus dem Darm verschwinden. Das Gleiche gilt für mich für die Mitbehandlung von symptomlosen Familienangehörigen beim Madenwurmbefall eines Kindes. Solange sie keine Symptome haben, brauchen sie keine Medikamente. Am wichtigsten sind in dieser Zeit die hygienischen Maßnahmen wie die besprochene Händereinigung, entsprechende Vorsicht beim Umgang mit der Wäsche, denken Sie an das Aufwirbeln der Eier und wie lange die Eier leben, und der tägliche Wechsel der Unterwäsche und der Schlafanzughose. Madenwürmer lassen sich übrigens nur schwierig über eine Stuhluntersuchung nachweisen. Den Stuhl in der Toilette mal für einige Zeit in Ruhe zu beobachten und dabei eventuell die sich kringelnden kleinen Würmchen zu entdecken, ist zwar schon eine Möglichkeit, braucht aber eine gewisse Überwindung. Am sinnvollsten ist die Klebestreifenmethode. Das bedeutet, dass am Morgen noch vor dem Toilettengang die Haut um den After herum mit einem Klebestreifen berührt wird und so die Eier, die dran kleben bleiben, einfach unter Mikroskop entdeckt werden können. Diese Klebestreifen bekommen Sie von Ihrem Kinderarzt. Sie können zur Not aber auch jeden anderen durchsichtigen Klebefilm verwenden. Und zum Schluss noch die Antwort auf die Frage, ob diese Madenwürmer nicht auch für etwas gut sind. Ja, sie sind tatsächlich für etwas gut. Sie haben einen positiven Effekt auf unsere Allergiebereitschaft. Sie bewirken, dass wir auf allergische Reize weniger stark reagieren. Deshalb wurde auch schon mal ernsthaft darüber nachgedacht, sie zur Behandlung von starken Allergikern einzusetzen. Dazu kam es aber aus verständlichen Gründen nie. Besser wäre es freilich, den Wirkstoff oder den Mechanismus herauszufinden,
wie Madenwürmer antiallergisch wirken, und da sind die Forscher bis heute dran. Jetzt wissen Sie über Madenwürmer umfassend Bescheid. Auch kennen Sie nun meine Einstellung zur Behandlung, die, das gebe ich offen zu, nicht von allen meiner Kolleginnen und Kollegen geteilt wird. Mir war wichtig, Ihnen die Hintergründe zu erklären. Wenn Sie dieses Video gut finden, denken Sie an den Daumen, leiten es gerne weiter und erzählen Sie in Ihrem Bekanntenkreis vom Kinderarzt vom Bodensee.